Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Und wenn ich mir diesen Baum hier angucke, neben dem ich jetzt hier mehr oder weniger zufällig gelaufen bin, ist das dann auch ein heiliger Baum oder bin ich tatsächlich erfolgreich verarscht worden, weil ich das auch noch geglaubt habe? Stöckchen habe ich ja schon mehr als genug. Wir haben ja in der letzten Folge erfolgreich eine Schildkröte erlegt und ich habe ihren Panzer mitgenommen. Der ist hier. Ich habe aus zweimal Hasenfell so eine kleine Tasche gebaut, in die ich Bären einsetzen kann. Und bin jetzt eigentlich im Grunde genommen wieder auf dem Weg nach Hause. Ich sammle mal hier diese ganzen Seeds noch ein. Die kann man wahrscheinlich irgendwie in diesem Gartending, was man bauen kann, in die Erde einsetzen und dann da Pflanzen züchten oder irgend sowas. Setze ich mich auch auf jeden Fall noch mit auseinander. Und jetzt bin ich eigentlich auf dem Weg nach Hause und hoffe, dass ich hier unterwegs irgendwo noch einen Bärenstrauch finde. Ansonsten muss ich mir ein Feuer machen und glaube ich irgendwie was von den großen Mengen Fleisch, die ich bei mir führe, zubereiten. Ich glaube, es wird jetzt nicht anders möglich sein, weil ich habe nämlich wahnsinnig viel Hunger. So, ich mache dann aber ein Basic Fire, dafür braucht man nämlich nicht so viel Zeug. Zwei Stöcker und ein bisschen Laub und dann kann ich das anstecken. So, und dann gibt es Karnickel, würde ich sagen, heute mal. Dann kann ich ja auf jeden Fall die zwei Stöcker, die ich jetzt verbraucht habe, hier einsammeln. Achso, das, ich glaube, das gibt mir auch Leaves, ja, genau. Das muss ich wirklich sagen, bei Stranded Deep, dieses Geräusch, was es macht, wenn das Essen fertig ist. Nicht unpraktisch, wenn auch wahnsinnig unrealistisch, aber nicht unpraktisch. Oh, da wäre der Hase. Wollte mal gucken kommen hier. So. Nee, ich wollte... So. Also, jetzt habe ich gegessen. Ich könnte noch was trinken, aber das ist noch nicht ganz so dringend. Außerdem habe ich hier, glaube ich, auch noch eine Limo. Das heben wir uns mal noch auf. Das muss jetzt, glaube ich, noch nicht sein. Ich bewege mich weiter Richtung nach Hause. Was sind das für Teile hier? Keine Ahnung, aber die sind hübsch und blau. Was ist das? Aloe Vera. Oh, kann ich daraus Creme machen? Dann gehe ich los und versuche sie den Eingeborenen zu verkaufen. Das ist gut für eure Haut. Schaut euch eure Frauen an. Die sehen aus, als wären sie 120, dabei sind sie erst 13. So. So versuche ich die dann zu überreden, meine Aloe Vera Creme zu kaufen. Hilft gegen alles, sage ich immer. Auch gegen Rheuma? Auch gegen Rheuma. Kein Problem. Das Wunderheilmittel. Und dann werden die sich irgendwann fragen, ob das wirklich wahr ist. Und dann werden sie es ausprobieren und dann kommen sie wahrscheinlich mit Mistgabeln und Fackeln zu meinem Heim gelaufen und wollen ihr Geld zurück. Und Geld liegt ja hier offensichtlich auch überall rum auf der Insel. Ich weiß noch nicht, ob die was damit anfangen können. Ich gucke mich jetzt hier immer noch so ein bisschen um, deswegen renne ich jetzt nicht einfach straight irgendwie nach Hause, weil es ist jetzt von der Uhrzeit noch kein größeres Problem. Ich habe es jetzt nicht sonderlich eilig und gucke, was es hier noch so gibt. Also es gibt ja immer noch so Dinge, die ich entdecken kann, weil ich sie noch nicht kenne. Und zwischendurch zerkloppe ich immer irgendwas, mit dem ich noch diese Blätter weiter einsammeln kann. Auch nicht ganz unpraktisch, jetzt wird es näblig. Ich weiß nicht, ob das... das mit dem Gebiet zusammenhängt oder ob das tatsächlich ein Wetterwechsel ist. Das macht auf jeden Fall... Also ihr habt es auch gehört, ne? Also ich meine jetzt nicht das Reh, sondern das Geschrei von den Eingeborenen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt heißt, dass die mich gesehen haben oder wie dicht die dran sind. Durch den Nebel ist das nicht so gut zu sehen. Reh... Also ich habe keine erkennen können. Naja, ich bin jetzt hier unten wieder am Fuße meines Plateaus. Ja, okay, ich bin relativ dicht dabei. Ich bin jetzt nur vorsichtig, dass ich dir nicht direkt in die Arme laufe. Ich
Jetzt fängt es an zu regnen. Dann dürfte sich aber eigentlich in absehbarer Zeit der Nebel verabschieden, wenn die Witterungsgeschichten hier irgendwie realistisch sind. Sieht aber erstmal nicht so aus. So. Jetzt baue ich, glaube ich, erstmal diesen Rain Collector. Und die Frage ist nur, wo baue ich den hin? Hier oben neben meinem Feuer. Dann kann ich immer essen und trinken gleichzeitig. So. Worunter findet man das? Ist das auch Storage? Also ich meine, man bewahrt darin Wasser auf. Was ist das denn gewesen gerade? Furniture, ein Bett. Mhm. Click to place Skull Lamp. Aha. Oh ja, aber ist nicht Allgift. Deer Skin. Achso, die kann ich einfach auslegen. Okay. Animal Trap. Achso, hier. Rabbit Cage. Water Collector. So. Aber ich will natürlich auch nicht, dass der irgendwie so total schief irgendwie in der Gegend rumsteht. Andererseits ist eigentlich auch völlig Wurst. So. Jetzt brauche ich dafür 4 Stöcker und den Schildkrötenpanzer. Es regnet auch gerade. Also ich bin sehr gespannt, wie lange das dauert, bis sich das Ding füllt. Muss ich dazu schlafen gehen? Ansonsten könnte ich mich jetzt hier hinstellen und das beobachten. Es regnet, auf jeden Fall ist das Feuer ausgegangen. Na gut, das wird offensichtlich dauert, dass es ein klein bisschen länger ist, ist aber auch durchaus nachvollziehbar. Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte eigentlich mal gucken, mal hier vorne irgendwie, ja, Feuer ist klar. Irgendwas, was ich noch haben will, bauen will. Weapon Rack. Medicine Cabinet. Ich verstehe. Und was kann der Small Garden? Drying Rack, ideal for drying preserving meats. Ah, ach so, damit das nicht schlecht wird. Wird das denn schon schlecht? Also wird mir das irgendwie angezeigt? Also weil ich meine, dann ist sowas natürlich auch nicht ganz unpraktisch. Jetzt wird es auch finster. Ist hier schon was drin? Nee, ist noch nichts drin. Ich glaube, es wird jetzt aber langsam dunkel und ich könnte schlafen gehen. Oder ist es dafür noch ein bisschen sehr früh? Man hat ja hier, anders als in Stranded Deep, keine Uhrzeit. Ich will jetzt auch nicht irgendwie unbedingt anfangen, noch Bäume zu fällen, irgendwie in der Dunkelheit. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt hier schon ein bisschen pennen kann. Oh, eine Feder. Dann hat er natürlich erstmal losgelassen. Hat er die Feder trotzdem eingesammelt? Ja, hat er. Gut. So. Immer noch kein Baum wieder da. Macht nichts. Regnet es hier drin? Hier drin regnet es auch. Es regnet rein. Das ist schade. Mal einmal abspeichern, bitte. Wie viele Federn habe ich denn? 3. Ja, damit komme ich noch nicht hin, glaube ich, mit dem. Ich baue irgendwie Stöcker und Federn. Aber ich glaube, machen wir hier kurz. Arrows 5 und. Zack, zack, zack. Ja, ich brauche 5 Federn und dann geht das los. Aber vorher wird das noch nichts. Ich schlafe. Oh, mir ist kalt. Ich schlafe mal hier eine Runde. Es regnet aber immer noch. Bisschen schade ist. Und ich hänge irgendwie fest. Jetzt nicht mehr. So. Ich könnte, glaube ich, ganz dringend. Ich hoffe, mein Water Collector hat über Nacht Water collected, denn ich habe Durst wie. Eine sizilianische Bergziege. So. Das kann ich nicht verwenden. Brauche ich dafür noch irgendwas? Ey! Oh, Mistvieh! Verdammt! Jetzt geht's. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, und das trinkt ja dann auch gleich alles mit einmal aus. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich mehr als eine Schildkröte erlegen sollen, um mehrere von diesen Dingern zu bauen. Nun gut. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich will mal das Feuer anmachen. Und Leguan. Ich versuche das so ein bisschen zu verteilen, weil das ja, was ich tragen kann im Inventar, nicht davon abhängig ist, wie schwer es ist, sondern ausschließlich davon, wie viel ich von einer bestimmten Sorte tragen kann.
Und wenn ich jetzt von allem eins verbrauche, kann ich wieder mehr. Kann ich da zum Beispiel den Leguan da hinten noch einsammeln? Können wir mal kurz holen. Diesen hier. Zack. Soll ja nichts verkommen. Eat. So, damit bin ich eigentlich auch auf alles vorbereitet. Und was man jetzt irgendwie noch. Ich habe ja hier auch diese Deer Skin, Water Skin. So. Dafür brauche ich wahrscheinlich drei oder so. Oder brauche ich dafür noch irgendwie sowas? Nee. Sowas? Ja, Water Skin. So. Das ist doch cool. So, das Ding can be used to gather clean water. Currently empty. Clean. Macht das Wasser automatisch clean? Also ich meine, ich gehe jetzt mal kurz hier rein. C. Irgendwas ist passiert. Irgendwas habe ich gemacht. Es hat ein Geräusch getan. Ich habe es jetzt getrunken und es war nicht clean. So, also. Jetzt habe ich das. Also, jedes Mal, wenn ich das jetzt drücke, also übrigens nicht C, sondern Steuerung, macht es dieses Geräusch. Was es damit auf sich hat, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das irgendwie. Ich muss das wahrscheinlich hier noch abkochen oder so. Ich meine. Habe ich nochmal davon getrunken, obwohl gar nichts mehr drin ist. Aber gut. Kann ich das hier. Kann ich das auch nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das jetzt. Doch schön, dass ich das habe. Da freuen wir uns drüber. Was wollte ich denn noch haben? Ich wollte mal diesen Garten hier. Wo baue ich den hin? So einen schönen Garten. Hier so an den Baum. Der bleibt, glaube ich. Das ist ein bleibender Baum. Es hat irgendwie alles keine wirkliche Grundordnung, wie ich das hier mache. Ihr merkt das schon. Oder ich mache mal den Garten hier oben hin. So. Was muss man dafür? Zwei Logs, ne? Das kriege ich ja, glaube ich, gerade noch so hin. Ich vermute mal, dass sich auf das Fällen von Bäumen eher die Federn auswirken, weil das natürlich die Geschwindigkeit, in der zugeschlagen wird, erhöht. Ich nehme an, der Schaden wird fürs Baumfällen irrelevant sein. Jetzt fälle ich schon wieder innerhalb der Folgen Bäume, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, durch das Ding mit diesem Schlitten irgendwie und so, und wenn ich das bloß mal so gelegentlich mache, ich glaube, da ist das zu ertragen, oder? Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich eine ganze Folge lang nichts anderes mache, als Bäume zu fällen. Was gibt's hier noch? Zeug. Mal den dicken noch. So. Der ist auch erledigt und das Zweier brauche ich ja jetzt irgendwie erstmal. Ich habe immer Schiss, irgendwie in der Nähe von diesen komischen, giftigen Beerenbüschen dann E zu drücken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich dann automatisch anfange, die zu essen, eher als diese Logs aufzunehmen. So, jetzt ist der fertig. Und was mache ich jetzt hier? Jetzt kann ich hier mit E, kann ich jetzt hier irgendwas. Ich habe jetzt irgendwas eingepflanzt. Also zumindest habe ich E gedrückt und ich hatte ja hier auch Seeds. Was der davon eingepflanzt hat, kann ich euch nicht sagen. Eat, combine. Also ich kann die auch. Energy Mix. Aha. Achso, Seeds. Das sind keine Seeds. Das sind Coneflower. Also das sind so bestimmt. Chicory. Energy Mix. Nee, lass dich tot. Kannst du hier richtig so. Dinge. Energy Mix. Combine. Remove. Energy Mix. Can be eaten to increase stamina. To increase, also nur irgendwie das wahrscheinlich irgendwie wieder nach oben zu holen. Ach, na no, gut, das ist aber witzig. Das finde ich ganz gut. Also, das wird jetzt nicht so sein, dass er das auf Dauer erhöht, nehme ich jedenfalls mal an. Was will ich denn noch basteln? Rabbit Cage, dafür müsste ich irgendwo Fallen, diese Rabbit-Fallen aufstellen. Ein Drying Rack sollte ich vielleicht mal noch irgendwo hinzimmern. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles noch nicht sonderlich schön. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das ist jetzt nicht meine oberste Priorität, das schick zu machen, sondern
erstmal irgendwie das alles zu bauen. Ich muss mich damit erstmal irgendwie vertraut machen. So, jetzt muss ich irgendwie, jetzt könnte ich Stöckchen brauchen und mein Stöckchenhalter ist komplett leer. Jetzt fange ich also wieder an, Stöckchen zu sammeln. Und hier in diesem Teil des Waldes, wo ich mich angesiedelt habe, gibt es auch gar nicht so viel so Zeug. Also so, also ich meine, die liegen halt hier auf dem Boden rum, aber so diese kleineren Pflanzen, die man zerkloppen kann, um Sticks zu bekommen. Was ist es denn jetzt schon wieder? Es hat mich schon wieder so ein Wildschwein angefallen. Also die sind ja wirklich, die sind ja wirklich anstrengend, die Viecher. Muss ich ja echt mal sagen. Ständig wird man überfallen. Hinterrücks. Das versaut einem natürlich auch immer wieder die Rüstung. Was ist denn hier? Sind das alles Stöcker? Ja, praktisch. Schön aufgereiht. Oha, ach da. Eine Mutti. Na Mutti? Was los? Ich sammle hier nur Stöckchen. Komm her. Wo bist du denn jetzt? Da. Guckt euch das an, wie schnell die zu Boden geht. Das ist echt cool, muss ich sagen. Zähne, Zähne. So, hier waren aber auch noch Stöckchen. Also, was ist jetzt hier irgendwie, wenn ich die... Die kann ich ja jetzt auch hier auseinandernehmen, nehme ich an. Jetzt habe ich zumindest ein Bein abgeschlagen. Da ist auch noch ein Zahn. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Vielen Dank, ich wollte den Zahn nehmen. Jetzt muss ich die tatsächlich, also früher sind die ja dann, wenn man irgendwie nur lange genug drauf eingeprügelt hat, einfach in ihre Einzelteile explodiert. Jetzt muss ich hier manuell versuchen, die Teile irgendwie rauszu... Das ist natürlich auch nur geringfügig ekelhaft, aber hier habe ich jetzt so ein halb abgetrennte Torsos. So, jetzt habe ich den Arm noch abgetrennt. Es wäre wahrscheinlich auch besser, wenn ich jetzt hier die Leiche nicht liegen lasse, damit die nicht von ihren Stammesfreunden gefunden wird. Ich glaube, mit dem Torso selber kann ich nichts machen. Was macht man damit? Hapsa. Macht man mit diesem Torso? Den kann ich jetzt mitnehmen. Und woanders hinlegen. Hier vielleicht. Was macht man mit diesem Torso? So, ich brauche auf jeden Fall brauche ich noch mehr Stöcker. Naja, hier gibt es auf jeden Fall, liegen einige rum. Muss mal gucken, das wird natürlich noch nicht reichen, aber mehr kann ich jetzt nicht tragen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen, das ist gut für meinen Wasserauffangbehälter. Warum übrigens auf so einer Insel, auf der nur Eingeborene leben, dieses Seewasser hier irgendwie giftig oder schlecht ist zu trinken, das will mir auch noch nicht so ganz in den Kopf, aber ist mir nur mal gerade so eingefallen. Dachte ich, teile das mal mit euch. Zwei brauche ich noch. Die werden sich ja wohl noch auftreiben lassen in absehbarer Zeit. Überall diese Büsche mit giftigen Beeren. Aber wenn man dann einmal hier irgendwie, ne, wenn das alles giftige Beeren sind, dann wachsen auch nur giftige Beeren nach. Denn ich bin ja relativ gründlich, damit die zu zerkloppen. Und trotzdem wachsen immer wieder giftige nach. So, ich glaube, das reicht jetzt. Ich sollte wahrscheinlich mal zwischendurch irgendwie noch so eine... zwischen den Folgen so eine Ziehung einlegen, wo ich einfach noch so ein paar Grundressourcen wie Stöcker und Steine und so... Gut, Steine habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug, aber Stöcker können wir auf jeden Fall noch ein paar brauchen. So, das ist jetzt dieses Drying Rack. Und jetzt kann ich ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den... Leguan in die Hand nehme, kann ich das ja wahrscheinlich hier dran hängen. Cool. Ziemlich ekelhaft, aber witzig. So. Kann ich den Fisch auch dran hängen? Ja, geht auch. Und Generic Meat. Geht das auch? Das legt er einfach unten hin. Ist das richtig? Soll das so? Hm. Und wie kann ich das überhaupt irgendwie, kann ich das wieder runternehmen? Und warum legt er das einfach auf den Boden? Das ist doch ein bisschen
kontraproduktiv. Ach, guck mal, jetzt hat er hier diese Dinger, hat er jetzt hier. Ah, verstehe. Das heißt, man baut von diesen Gärten einfach auch mehrere. So. Und dann kann man mehrere Sachen anpflanzen. Ich verstehe. So, ich habe jetzt hier auch nochmal was gepflanzt. Hier ist schon Erntezeit. Oder? Muss ich ruhig rumlaufen, wirklich, ja? Ist das so gedacht? Ja, es ist so gedacht tatsächlich. Dass ich einmal rumlaufe. So, und jetzt habe ich hier, pflanze ich wieder was Neues an. Okay, cool. Und dann kann ich ja hier wieder den Energy Mix draus herstellen. Und was ist das? Marigold can be combined with Aloe Vera to make medicine. Oh, schau mal einer an. Also ich Orange Paint, ich kann auch orange Farbe machen, aber ich habe ja auch Aloe. Und da kann ich Medicine draus machen. Ja, schön. Also ich hab ja hier noch ein bisschen was. Okay, also das ist ja ganz cool, dass man so offensichtlich all diese Sachen auch selbst gewinnen kann. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So, ja, ich glaube, dann haben wir das aber auch erstmal gesehen. Drying Rack ist am Machen hier. Ich kann ein bisschen was zu essen noch vertragen. Das mache ich jetzt einfach mal zwischen den Episoden. Wir werden ein bisschen was essen, werden auch noch ein bisschen was vorbereiten. Also werden noch ein bisschen Bäume fällen, noch ein paar Stöcker und sowas einsammeln. Einfach, dass wir in der nächsten Folge noch ein bisschen vorbereitet sind und neuere und größere Bauprojekte angehen können. Irgendwie, also so ganz große Sachen jetzt auch nicht, aber vielleicht unseren Palisadenzaun fertigstellen und zumindest nochmal weiter rumziehen, so bis irgendwie so da vorne hin oder so, sodass wir hier erstmal so einigermaßen sicher sind. Das gucken wir uns aber alles dann in den nächsten Folgen an. Bis dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.